Liebe zum Schauspiel, die war eigentlich schon seit klein auf da. Also es hat eigentlich damals angefangen, als ich im Kindergarten war, war ich mit meiner Mama und meiner Oma im Kino und wir haben ein russisches Märchen angeschaut. Ich weiß bis heute nicht mehr genau, wie das hieß, aber es war auf jeden Fall ein russisches Märchen und die Oma ist gestorben, also auf ganz bestialische Art und Weise umgebracht worden. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt kindergerecht war, aber ja, wir haben es uns trotzdem angeguckt. Ich war danach vollkommen fertig. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, warum ist das eigentlich? Also, wie, um Himmels Willen, warum ist sie gestorben und so weiter? Ich war völlig fertig. Und dann hat sie mir das erklärt, dass das ein Film ist und dass danach geklatscht wird, dass sie danach noch lebt und so weiter. Und das fand ich total toll. Und ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich jeden Abend gestorben. Also, das war so die Grundlage des Schauspiels, dass ich immer jeden Abend zum Gute Nacht sagen auf andere Art und Weise gestorben bin. Also ich habe mich aufgehängt, ich habe mich erstochen, ich habe mich erschossen. Ja, also meine Eltern sind schon fast durchgedreht mit mir. Aber naja, so ist es geworden. Und ja, dann haben eigentlich die Filme, das war eigentlich auch der Anfang. Also Filme haben mich immer fasziniert, alles, was am Film zu tun hatte, von wie alles passiert ist, also von der Dramaturgie über die Kameraeinstellung, über Regie und dann natürlich die Schauspielerei. Also das war einfach für mich total faszinierend, dass man sich komplett ausleben kann, dass man komplett in andere Rollen schlüpfen kann. Und wenn dann, ja, wenn es dann Cut heißt oder Danke oder Szene gestorben, dann kann man wieder man selber sein. Und dieses, ja, diese Vielfalt, also dass man beim Film alle Möglichkeiten hat. Das ist das, was ich so sehr liebe an diesem Beruf und ja, an diesem, am Film. Und an Theater kommt natürlich auch dazu. Ist dasselbe. Also von der Liebe her schlägt mein Herz mehr für den Film als fürs Theater. Aber Theater ist natürlich auch phänomenal, ne? Also es ist natürlich ganz anders als Film, weil man beim Film die Rolle Stück für Stück entwickelt, man kann es wieder und wieder machen und man dreht ja auch selten chronologisch. Beim Theater drehst du komplett, spielst du komplett chronologisch. Also du baust quasi, du hast 3, 4 Monate, 6 Monate teilweise Zeit für die Proben, du gehst in die Rolle rein, du entwickelst die Rolle, du hast dann 1,5 bis 3, 4, 5 Stunden, je nach Theaterstück, diese Rolle aufzubauen auf der Bühne und du hast immer ein Live-Publikum. Das heißt, du hast auch immer eine Reaktion vom Publikum. Also immer eine Live-Reaktion. Die hast du ja beim Film nicht. Da weißt du dann spätestens, wenn die Kritiker sagen, yay oder ob es gefallen hat oder nicht, ne? Und beim Theater hast du das dann direkt. Also völlig verschieden, aber beides total faszinierend. Also ist ja nicht so einfach, wenn man vom Dorf kommt und jetzt nicht irgendwie einen Verwandten, Elternteil oder was auch immer, der schon irgendwo da im Bereich arbeitet oder da Kontakte hat. Also ich komme ja wirklich komplett aus dem Dorf und meine ganze Familie, meine ganze Verwandtschaft, die hat gar nichts mit Film, Theater, Schauspiel oder Medien zu tun. Also die kommen eigentlich aus einer völlig anderen Branche und aus einem völlig anderen Bereich. Und das war dann natürlich auch nicht ganz einfach, weil ich meine, als Kind ist es noch ganz süß, wenn man sagt, ja, Kind, was willst du denn werden? Ja, ich möchte mal Schauspielerin werden, ja. Und wenn man dann 14, 15, 16 ist und man fragt, ja, Kind, was willst du werden? Ja, ich möchte Schauspielerin werden, dann werden einem schon auch irgendwo Steine in den Weg gelegt, weil man hat ja lieber, dass das Kind Abitur macht und studiert, am besten Beamtin wird oder sonst irgendwas, wo man sicher ist, gerade als Frau, dass man Familie gründen kann und so weiter. Da hatten es meine Eltern dann auch mal wieder nicht ganz leicht mit mir, weil ich mit meinem Dickschädel, ich wollte Schauspielerin werden. Also werde ich Schauspielerin. Ja, schlussendlich war es dann so, dass ich mich einfach an Schauspielschulen beworben habe. Ich habe natürlich auch vorher jetzt nicht irgendwie Schauspielunterricht gehabt, sondern ich habe alles letztendlich selber beigebracht. Also ich bin stundenlang vorm Fernseher gesessen und habe Szenen analysiert. Ich habe mir Theaterbücher gekauft und habe da alles quasi autodidaktisch gelernt. Und ja, weil Schauspielunterricht auf dem Dorf, also ich würde niemanden kennen, der bei uns irgendwo Schauspielunterricht gibt. Dadurch war das nicht so einfach. Aber ich hatte dann tatsächlich Glück und den Ehrgeiz und wurde dann an der Schauspielschule damals in München aufgenommen. Ja, das war dann, ja, also ich habe dazwischen noch tatsächlich noch das Fachabitur gemacht, aber dann in München Schauspiel studiert. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich
Film machen möchte. Und die Schauspielschule war mehr auf Theater fixiert. Und dann habe ich mich in Berlin an der Filmschauspielschule beworben und wurde da auch genommen und habe da dann studiert. Und ich glaube, also weiter studiert. Ich glaube, im zweiten Semester, Anfang des zweiten Semesters, habe ich dann die Zusage bekommen für einen Kinofilm, Die vierte Macht mit Moritz Bleibtreu unter der Regie von Dennis Gansel, wo ich meine erste Rolle hatte. Also das war natürlich gigantisch, weil ich meine, neu in Berlin, gerade ein halbes Jahr da, das erste Semester Schauspielschule und dann gleich mit jemand wie Moritz Bleibtreu vor der Kamera zu stehen, war natürlich schon auch ein Riesenglück und eine Riesenehre, mit solchen Menschen zu arbeiten. Also ich hatte die Ehre und das Glück, mit sehr wundervollen Schauspielern vor der Kamera zu stehen. Also hatte eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Also man hört ja auch immer mal wieder, dass es so richtig gibt, aber die sind mir jetzt bis jetzt eigentlich noch nicht untergekommen. Also gerade Moritz Bleibtreu, Max Riemelt, dann Rade Serbezia, der jetzt unter anderem ja auch bei Snatch mitgespielt hat, also auch internationale Darsteller. Dann ein ganz wundervoller Schauspieler, den ich sehr bewundere und sehr schätze, ist Charles Rettinghaus. Also natürlich auch Synchronsprecher von Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme. Seine Stimme kennen wir alle. Und ja, mit wem war es denn noch? Tobias Schenke, mit dem habe ich zusammen eine Hauptrolle für den Kinofilm Gefällt mir gehabt. Auch ein ganz toller Schauspieler, also ein ganz sympathischer Kerl. Und ja, es war einfach schön weil er auch wieder ganz anders ist. Also weil ja, jeder Schauspieler ist so ein Typ, so ein Charakter und jeder hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Geschichte. Und es ist immer wieder beeindruckend, da einen Weg zusammen zu finden, dass man zusammen spielt. Na, das ist ja auch das, was so wichtig ist. Und da war es natürlich auch eine tolle Erfahrung, mit einem alten Urgestein wie Otto Waalkes vor der Kamera zu stehen. Wo man denkt, man kommt da hin und man lacht sich die ganze Zeit kaputt, aber der ist so konzentriert und ist so darin und absolut höchst professionell. Also das war natürlich auch extrem toll. Also Hürden gibt es wahnsinnig viele. Also ich meine, ich glaube, so ziemlich gefühlt jedes dritte Mädchen ist Schauspielerin oder Model. Also es gibt einfach, der Markt ist so unglaublich voll mit Schauspielern. Also es gibt viel zu viele Schauspieler und gerade Frauen, also es gibt sehr viel mehr weibliche Schauspieler als jetzt zum Beispiel männliche Schauspieler, aber es gibt sehr viel mehr männliche Rollen zu besetzen als weibliche Rollen zu besetzen, ne? Also da ist schon mal ein unglaubliches Ungleichgewicht da, was es als Frau immer noch schwerer macht. Und dann als Schauspieler, das eine ist natürlich, dass man Talent braucht, ne? Also dass man was können muss, wobei auch nicht bei allen, aber im Normalfall schon. Aber man kann noch so talentiert sein. Also ich habe ganz viele von meinen Kollegen und die sind so wahnsinnig talentiert und die sind so unglaublich gut, also wirklich anbetungswürdig gut. Und die kriegen einfach keine Rollen. Also es gehört einfach auch dazu, dass man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen ist. Also dass man auch gerade in die Zeit reinpasst, wo man als Typ passt. Also es muss tatsächlich auch die Nase stimmen. Es muss gerade die Haarlänge, die Haarfarbe, der Augenaufschlag, es gehört so viel dazu. Und dann einfach, ja, also so 30% Talent und 70% Glück. Ja, welchen Charakter spielt man am liebsten? Man ist ja Schauspieler geworden, weil man eben diese Vielfalt gerne möchte. Also wenn man eben diese vielen Charaktere spielen möchte und in diese verschiedenen Rollen schlüpfen möchte. Also dadurch, dass ich seit meinem 6. Lebensjahr eben auch Kampfsport mache und immer sportlich aktiv bin, und zu meinen absoluten Lieblingsgenres auch Action und Actionkomödien, Actionfilme allgemein, die ganzen Marvel-Sachen und sowas gehören, finde ich natürlich so Actiongeschichten immer großartig. Also da durfte ich jetzt ja bei Gefällt mir auch mal ein bisschen den Haudegen spielen, der dann auch mal ein bisschen hier Kampferfahrungen vor der Kamera bringen konnte und da waren kleine Kampfszenen dabei. Dann bei meinem letzten Kurzfilm Augmented, da habe ich auch meine Stunts alle selber gemacht. Also da habe ich mit einer ganz tollen Stunt-Crew gearbeitet, die mich da trainiert haben und die da den kompletten Dreh und die ganze Arbeit unterstützt haben. Impulse Action Design aus Berlin.
Und das ist natürlich auch genial, wenn man da einfach als Schauspieler auch mal ein bisschen was selber machen kann und dann so tolle Menschen hat, wie die Jungs von Impuls, dass die einen da auch trainieren und wie die einen trainieren und sowas. Das macht natürlich mega Spaß, weil das hat man ja sonst auch nicht. Und das finde ich natürlich super. Also so eine taffe Braut, die da irgendwie auf Rachefeld zugeht. Ja, da kann man mich immer begeistern, aber natürlich auch so eine absolute Psycho-Geschichten sind immer dankbar, weil man natürlich sich komplett öffnen kann, man kann komplett reingehen, man kann komplett verzweifeln und zusammenbrechen. Oder bei Mila habe ich jetzt das komplette Gegenteil eigentlich gespielt von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich habe eine absolute Tussi, eine eingebildete Bitch gespielt eigentlich letztendlich, ne? Und das war natürlich auch mal interessant. Also, da eigentlich das zu spielen war, wo man sich selber auch nicht so sieht. Also, wo man eigentlich gedacht hatte, ach, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so das, wo man sagt, okay, jetzt wie Action oder so, das liegt mir total. Sondern da konnte man sich auch mal ein bisschen reinarbeiten und einfach mal was ganz anderes machen. Also, ja, es war interessant. Also, letztendlich alles, diese ganze Bandbreite. Also, wenn man von bis spielen kann, ist es immer toll. Aber ja, doch eigentlich. So alles, was mit Action und Ballerei und sowas zu tun hat, läuft. Ja, jetzt momentan bin ich an einem neuen Projekt dran. Sei heißt das und ist auch ein Kurzfilm. Und da geht es auch viel um Action, Fantasy, spielt in der Zukunft, aber es ist eine Endzeitgeschichte. Und da arbeite ich auch wieder mit Impuls Action Design zusammen und bin sehr gespannt drauf. Wie das wird und ja, mehr kann ich da jetzt momentan noch nicht verraten, sonst würde ich ja hier spoilern. Aber ja, da bin ich gerade mittendrin und das drehen wir jetzt Ende März. Und ansonsten bereite ich mich gerade auf die Rolle meines Lebens vor, weil ich im Mai Mama werde zum ersten Mal und einen kleinen Sohn bekomme. Und das ist jetzt gerade eigentlich die größte Rolle und auch die größte Herausforderung eigentlich, ja, dahin zu kommen. Und Mama zu sein. Und das ist jetzt das, wo ich mich gerade auch mit intensiv vorbereite und was dann auch erstmal meinen Sommer füllen wird. Und dann werden wir sehen. Also ich freue mich auf alles, was kommt, bin gespannt, was die Zukunft bringt. Und ja, freue mich.